Add-ons, die es gibt. Ich nenne das jetzt Add-ons und nicht Augmentations. Augmentations ist so lang. Aber ich brauche wirklich dringend Öl. Ich sage Öl. You arrive at the Sultan. Ja, nochmal. Und das kann auch passieren. Schickt ihr zwei Menschen? Das ist keine gute Idee, wisst ihr. As soon as you dock, pirates burst on board and a hostile ship appears on the radar. You hear the Sultan yell in the distance. We are being held hostage. Heilige Scheiße! Das sind Sultans. Das ist doof. Die haben eine ganze Menge Leute geschickt, würde ich sagen. Quatsch. Alle da rein. Und noch die Menschen hinterher, ernsthaft. Puh. Das wird ein lustiger Kampf. Wie immer, das Einzige, wo ich drauf gucke, ist in den Bereich hier. Ein Baum. Geh mal kurz das da reparieren und ihr... Nein. Ihr geht dahin. Haben die gerade... Ach du Kacke, die haben sich alle gerettet. Bah. Tja, bleibt nicht lange die Rettung. Scheiße, ich habe die Sultans getötet. Die haben so eine Ionenbombe. Feg dich. So, das war ein einfacher Kampf, stimmt's? Take and collect. Siehst du einen mehr? Zwei Missiles. Anti-Ship Drone Mark 1. Ach du Scheiße, das ist die. Okay. Heißt für mich, Drohnen-Upgrade und das. Jetzt kann ich, wenn ich will, zwei Drohnen parallel haben. Das ist sehr schlecht für die Gegner, finde ich. Prinzipiell sehr schlecht für die Gegner, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass die Sultans jetzt so fröhlich sind, dass wir... die so ein bisschen gerettet haben, aber das sind ja ziemlich Assis, ja. Schade. You've arrived at a long-range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. You find a rather automated scout floating near this beacon. Despite its pristine condition, it appears to be deactivated. Attempt to download ship's data stores. Das, da wird meine Map nur upgedatet, deswegen mache ich das. Und dafür bekomme ich gleich ein bisschen Leben. Warum ist mein Oxygen so low? Ich rede voll Englisch hier. Warum ist mein Oxygen so low? Bitch! Naja. Oh, ich war erst im ersten System und mache jetzt 20... Ach nee, im zweiten. NG. Controlled. Nur die NG, die sind großartig. You have arrived in NG Space. The Mantis have been threatening the NG Coworlds, but you should be able to stock up for your journey. Ich kann ja wie diese Stewardessen reden. Die haben aber so einen komischen Rhythmus vom Reden. Also. Store noch nicht. Der Ausgang ist da, also wäre es sinnvoll, wenn ich... Anti-Personnel Drone. A small NG research vessel is trying to fend off a Mantis ship. You move into engage, but after a quick scan of your ship, the Mantis ship retreats. The NG offer you a drone schematic as thanks for your timely arrival. Und wieder ein bisschen Leben dazu. Das ist großartig, wirklich. Da will ich nicht hin. Da will ich wirklich nicht hin. Das entweder Sonne oder Asteroidenfeld. Und dann bekomme ich Dauerschaden. Das ist kacke. Nicht gut.
You follow the distress beacon to a small asteroid belt. You find a small ship struggling to maneuver through the field. They match a method you help. Our shields are down and I don't know how much longer we can last. Oh, ich habe sogar Leben davon bekommen. Ach, och, was ist das ernsthaft? Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht einfach so außen rum gehen. Ich muss jetzt da rein. Ist blöd, ja. Unintelligent, ja. Federation Scout, ernsthaft? A pirate ship was lying in wait. Ernsthaft? Die Föderation greift mich an? Wow. Also, das Einzige, was ich machen werde, weil die nur ein Angie und einen Menschen an Bord haben, ist eine von den Drohnen losschicken und versuchen, die Waffen zu deaktivieren. Wo ist die Anti-Personnel-Drone? Nein! Ein Drohnenteil verschwendet. Ich habe das verwechselt. Aber es ist eigentlich ganz cool, der Roboter hier. Hehe. Zwei Fuel, definitiv. Erstmal reparieren, nein. Reparieren ist ein bisschen... Puh, Mist. Weg hier. Erstmal dahin und dann zum Laden. Was habt ihr denn? 6 Fuel, ja, definitiv. So viel, wie ich kriegen kann. You arrive at your populated sector. One merchant seems to mass broadcasting of a request for mercenary ship to aid him. Shall we respond? Yes, your ship seems reasonably big. Ja. Quest Marker. Da unten. Ich wollte... Das ist zu riskant. Ich muss dann irgendwie bei 3 Planeten durch die Rebellenflotte. Das ist zu riskant. Stealth Weapons, Automated Reloader, Drone Recovery Arm. Das System finde ich nicht so gut. Und dann werde ich dafür den Drone Recovery Arm nehmen. Der ist super für das, was ich immer mache. Glaub ich. Butters. Also ich wusste nicht, dass South Park Charaktere ja auch noch leben dürfen. Naja. Close. Oh. Helsing, du bist ja ziemlich gut mit den Waffen. Schiff, Upgrade. Ich will ein Upgrade, ich will ein Upgrade, ich will ein Upgrade. Sagen wir? Was sagen wir denn? Ich glaube, das ist sinnvoll. Wenn ich abhauen will, ist das super. Und außerdem Evade 30, wow. Ich mache erstmal so. Dann kann ich immerhin noch eine von den Drohnen aktivieren und habe 25% Ausweichchance und außerdem wird das total schnell gecharged. Ist wirklich super für, wenn man weg will. Give them fuel. Fick dich! The ship apologizes and with. We understand. Ah, ein Schiff. Attackieren, attackieren. Rebel Rigger. Ich glaube, die werden mich... Heilige. 2 gleich. Und ihr habt ihr beide aktiviert. Ihr seid ja intelligente Heinis. Aber das heißt für mich, blub blub. Ja, ja. Und den Ionenblaster auf den Schild.
Ich mag das irgendwie, Leute total zu killen. Also richtig total, mega. Fuck you. Scheiße. Also, ist die ernsthaft nicht aktiviert jetzt? Brennt ganz schön auf eurem Schiff. Drohnenteil. Drohnen, oh, die sind übelst, Alter. Entschuldigung, ich würde gern die Quest machen, aber... Nee. Alter. The energy vessel has you identify Federation outlier probably. Probability. Probability implies revival, implies hope, assistance suggested. They offer some supplies. Super. Öl. Also, Benzin. Sieht mir nach einer langen Folge aus. Es sieht nicht so aus, als ob ich demnächst sterben werde. Ich habe super viel Scrap. You've arrived at a long-range beacon. Yeah, board the station. Look for survivors. You arrive near damaged and dilapidated space station. It appears to be abandoned, but you detect faint life signatures on board. Also, ich werde, wie in der letzten Folge, mal jetzt ein bisschen Cola trinken. Ich nehme das natürlich hier hintereinander auf. Ich merke nämlich, ich habe mir schon den Mund fusselig geredet. Ich rede immer sehr viel. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und wenn ich das hier alles immer vorlese, dann verlese ich mich sehr oft. Und deswegen trinke ich jetzt mal was. Ja. Okay, ihr hattet eine kleine Pause von meiner schrecklich schönen Stimme. Und dann geht's gleich weiter. Und wir gehen natürlich hin. All around you is this stench of death and decay. Suddenly one of your crew members bends over and starts retching violently. Some sort of disease must have wiped out the station. You pull back to the ship, but it looks like your crew member is not going to make it. Also, wer war's? Nein! Nicht mein wertvoller Kämpfer! Nein! Scheiße. Engie Homeworlds. Großartig. Irgendwie, ich habe nur Engie-Welten gehabt gerade. Deswegen bin ich so gut drauf. Und deswegen ist der gerade abgekratzt. Und wie kann eigentlich eine Gottesanbeterin irgendeine Krankheit bekommen? You have arrived in Engie Space. The Mantis have been threatening the Engie Core Worlds, but you should be able to stock up for your journey. Bevor ich das mache, werde ich das machen, damit ich die beiden aufbauen kann, damit ich eine Ausweichchance von 25% kriege. Denn das ist super. This was the site of a recent battle, either a show of Mantis Force or the Engie weren't disposed to go peacefully. You pick through the pieces. Alter! Also ich bin zwar die ganze Zeit low auf Benzin und habe gerade 45 Scrap bekommen. Also irgendwie haben die hier viel zu viel davon. Ihr könnt mir gern was abgeben. Ich hab nichts dagegen. Ich mach mal das Advanced Door System. Ich habe zwar noch keinen Brand hier gehabt, aber... Boah. Dann werde ich... vielleicht einen Autopiloten aktivieren, aber... Ich habe sowieso die ganze Zeit Piloten. Hm.
habe ich nicht das gemacht? Okay. Warte. Ich habe wieder vergessen, was ich gerade gemacht habe. Ich glaub's nicht. Oh, ich bin so vergesslich, wirklich. Meine einzige Schwäche. Ich bin so vergesslich. Naja. Distress Call. Yay. Was kommt hier als nächstes? Ein Kampf. Your cockpit lights up when the warning sickness. With warning sickness. You are being targeted by a nearby ship. The distress call was alert to attract unwitting ships into weapons range. You prepare for a fight. Also, ich hoffe, ihr werdet das überleben. Wäre nämlich schade, wenn nicht. Werde ich gleich mal dauerhaft Feuer machen mit dem. Das ist extrem schlecht irgendwie. Oh, 4 Benzin, 16 Scrap. Fick dich, Alter. Weißt du, wie viel Schaden du mir gerade gemacht hast? Nee. Und 33 bekomme ich wenigstens, aber... Naja. Oxygen Room. Naja, macht's mal sauber. Nein. Töten, böse Feuer. So, reparieren. Geht ja schnell, wenn ich da 2 NG reinschicke. Hier kommt natürlich dahin. Hazing, Waffen. Griffin, warte, Griffin war für die Engine, ja. Raven ist ziemlich gut mit dem Schild geworden. Wie war das? Schild-Upgrade. Vorerst werde ich das mal haben. Distress. Ich will mir anhören, was sie zu sagen haben, denn in den NG Homeworlds. You arrive at. jetzt habe ich mich verschluckt. You arrive at the Distress Beacon, near a small asteroid belt, and find ship with pirate markings partially crushed between 2 large rocks. It must have been illegally mining. The belt without proper equipment. Wie immer. You decide the pirate is not worth saving and fire a few volleys into their hull. Before you can scrap the remains, another pirate ship flashes on your radar. Perhaps they saw you. They saw your deed, or perhaps they want to claim the spoils for themselves. But for whatever reason, they are charging weapons. Englische Sprache, mein Gott. Ich muss langsam mal aufpassen auf meine Drohnenteile, aber das macht so Spaß, mit so vielen Drohnen zu kämpfen. Warte mal, was macht ihr da? Nee. Oh Gott. Ich weiß nicht, wenn das lange so weitergeht, dann muss ich blöderweise die Aufnahme beenden, weil ich selbst nicht mehr spielen kann. Also länger als eine Stunde ist die Folge schon. Ihr wisst ja, was das bedeutet.
accept surrender. Ich mach das theoretisch nur ungern, aber ich mach's in diesem Fall sehr, sehr gerne. Ich schicke alle Männer, die ich hab, da ins Feuer. Was blöd ist, weil... Also ihr braucht gar nicht mitreparieren, denn ihr macht sowieso nichts. Nix. Und was jetzt mit dem scheiß Piratenschiff? Deswegen bin ich doch hier. Pappnasen. Ich sag's euch, diese Idioten, Mensch. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das noch lange so gut geht. Achso, das ist ja gleich im Laden. Trade 9 Fuel for... Ach, geil. Ich benutze die Raketen sowieso kaum. Store. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Remo, alles Loser. Fix, fix most you can. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Accept. Sell. Nee. Alles zu wertvoll. Nee, nee, nee. Ich suche hier nach was ganz Bestimmtem, deswegen wandere ich hier ein bisschen rum. Prepare for fight. Ach, nur zwei Sorten. Nur. Warum nicht? Hauptsache, die greifen nicht mal den Bereich hier an. Das ist immer ein bisschen blöd wegen den Drohnen, die werden dann deaktiviert, eine. Ernsthaft? Du wirst die ganze Zeit daneben schießen? Mach nur so weiter. Alter, ich feuer dich gleich. You're considerably more well-armed than I would have thought. We surrender. 4... 2 Drohnenteile. Das war das, was mich wirklich interessiert hat. Die Drohnenteile. Also. Participate. Ach, natürlich. We are being held hostage. As always. Das ist doch Bullshit. Ihr seid nicht hostage gehalten. Du Mensch. Lalala. Ihr seht, die ballern jetzt auf die Türen. Um durchzukommen, habe ich jetzt nämlich dieses eine Upgrade gekauft und dann müssen die da drauf ballern. Das sind diese Blast Doors. Ach, ist schon einer entkommen, ja? Also du entkommst aber nicht. Oh shit. Get out of there! It's gonna blow! Woo! Oh, thank you for rescuing us. They held us hostage to ambush an unsuspecting egal. Please take this. Two misses. Drone pod. 21 strap. System repair drone. Okay, ich habe gedacht, der geht jetzt drauf. Ernsthaft. So, Draven, du gehst auch mal da rein. Also, irgendwer hat ein Level abgehabt, das habe ich gehört. Du? Nee. Ist da gerade einer abgekratzt? Nee, oder?
erst für den Shit zuständig sein, nicht fürs Reparieren. Wow. Da ist doch keiner abgekratzt, oder? Bin ich blöd? Ich bin blöd. Ich werde gerade wahnsinnig, Entschuldigung. You arrive at the populated sector. Ja, ja. Ja, ja. Edit Quest Marker. Quest. So. You arrive at the last known location of the merchant's delivery. After the quick scan, you find a ship being chased by a pirate. This must be the missing delivery ship. You move to rescue them. Tue ich das? Oh oh, das sind System Repair Drones. Das heißt, eigentlich das übliche Prozedere inzwischen. Immer schön den Schild deaktivieren. Immer schön. Hier, Graffin. Also nochmal. Immer schön den Schild deaktivieren. Sodass auch guter Schaden gemacht wird. It's gonna blow. Und das sage ich, obwohl ich nicht mal The Expendables gesehen habe. Ziemlich bescheuert, oder? Ja, ja. Ziemlich viel Scrap. Also ich habe eigentlich gehofft, dass ich in den NG Homeworlds eine Mission aufnehmen kann, wo ich dann die Möglichkeit habe, wo ich dann die Möglichkeit habe, einfach mal, was würde ich jetzt sagen, ein neues Schiff freizuschalten. Ah, schade. Beim nächsten Mal. So, bis dahin werde ich das reparieren. Drohne brauche ich jetzt nicht und Cell System Repair Drone brauche ich nicht. Dann werde ich wieder da einen bekämpfen müssen, wenn ich das mache. Werde ich wahrscheinlich sowieso. Deswegen gehe ich erstmal hier hin. Scans reveal a large asteroid field nearby. Short-range scanners may discover useful materials. While we wait for the FTL to recharge, explore. Drone pods? Super. Also. Theoretisch kostet mich ein weiteres Schild-Upgrade. Jetzt genau 160, weil ich davon zwei und davon zwei Balken kaufen muss. Was blöd ist. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich das mache. Das bedeutet nämlich, dass die fast unstoppbar sind. Wenn da drauf geballert wird, wird sofort repariert. Und wenn ich zwei Drohnen aktiv habe, fallen die nicht sofort aus. Dann verschwende ich nicht so viele Drohnenteile. Gut, oder? Ich denke mit. Hallo, Rebellion. You found the exit to the beacon, but these guys were here first. Also werde ich alles erstmal da drauf powern. Ja. Das Einzige, worauf ich aus bin, ist schnell zu entkommen. Die bringen mir nämlich nichts, wenn ich die bekämpfe. Und die machen mir nur massig Schaden. Wie ihr seht. Warte mal. Oh oh. Oh oh. Anti-Personnel Drone. I'm an anti-personnel drone. Na komm. Na komm. Das ist ziemlich blöd. Die haben zu viele Raketen. FTL. Slug-controlled Nebula? What? Ach
du Kacke. Ja, Nebulas. Oh, da muss ich jetzt hin. The only thing that can render a nebula more dangerous is if it's also home of the slugs. This particular nebula is just that. Also, ihr geht dahin. Ihr lasst das Feuer am besten auch nicht weiter ausbrechen. Es ist nämlich besser, wenn das jetzt gelöscht wird. Damit ihr das dann schnell reparieren könnt, seid ihr da. Da rein. Du gehst schon mal da unten hin. Dann geht ihr zu den Waffen. Ja. Draven geht zum Schild. Graffin ruht sich nochmal ganz kurz da aus. Und geht dann schlussendlich auch zu den Maschinen. Ihr beide. Sagt mal, ich glaube, ihr geht dahin. So schnell wie möglich zum Ausgang. Long range scanner, pump extra power into your senses and try to track them. A heavily damaged Federation ship is hiding in the nebula. At this beacon, before you have time to make contact with them, they fade into the nebula. Attempt to follow and help them. Könnte ich machen? Ah, ich habe ja meine long range scanners. Your location, a local radar flickers periodically, showing signs of a large object in the clouds nearby. However, it's enough to get coordinates, and you find the ship, an empty hull, long since stripped of functioning components. Da haben wir einen harten Laden, hier haben wir überall Schiffe. Blöderweise glaube ich, hier zwischen wird es keine Verbindung geben, das heißt, ich muss so. Meine Vermutung, ich hoffe, die bewahrheitet sich nicht. The Mantis attack ship here looks to have been hunting slugs on their home turf. A rare test of honor for the mightiest Mantis crew's weapons up. Mightiest Mantis crew's? Und die haben nicht mal einen Teleporter auf mein eigenes Schiff. Let's do this shit. Oh. Not enough power. Ich weiß, was ich tue. Es brennt nicht. Also, ich beende die Folge hier. Und ich danke euch fürs Zusehen. War extrem interessant für mich. 1800 Punkte. Ziemlich gut. Ist schon gesamt mein vierter Platz. Und die waren alle auf easy. Das heißt, das war mein bester Run in diesem Let's Play. Und ja, die waren alle auf easy. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.